Oh. Lego City, die großartigste Stadt der Welt. Ist das so? Die Stadt, in der ich Cop wurde. Und so beginnt auch diese Geschichte. Hier Krass. haben wir Chief Gleason. Sie leitet die Polizeibehörde. Hart, aber fair. Warte Und mal, was? das Chief ist Gleason? Deputy Dumby. Auch hart, Ah, aber dann so wie ist fair. hier noch gar nicht Chief. Seven, ich höre mich doppelt. Was machst du da, McCain? Professional, bitte was? Nichts. Chase McCains Blog-Eintrag Teil 1, Ende. Und wie hast du dich eingelebt, Chase? Danke, Chief. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und bin jetzt einsatzbereit. Sehr gut. Wir freuen uns alle, dich hier zu haben. Tun wir doch, Deputy Dumby. Und wie? Hä? Wo ist denn die Und Dumby hingekommen? wird dich einweisen. Er hat sicher einen Die ist bestimmten Bürgermeisterin? Auftrag für dich. Ja, das Das hat ist die sie. Bürgermeisterin? Ich meine, es ist die Bürgermeisterin im Ja, nächsten Fall. sieht schon irgendwie ihr zum Verwechseln ähnlich so, ne? Teil Hat er 2. gerade. Ich habe den falschen Beruf gewählt. Jetzt muss so DJ Dodo und Zeller kommen. Die werden eh davon Best of machen. Ich kenne die, diese Hi, Idioten. Jungs, na? Das Donut-Desaster. Oh mein Gott! Willkommen bei der Polizeigrünstapel und jetzt schnell her mit den Donuts! Bei der Polizei läuft nichts ohne den richtigen Treibstoff. Hey Leute, na, was geht? Alter, der Text war so schnell weg, wie soll ich darauf reagieren? Ist halt echt so, Alter. Ich bin mal gespannt, wie du es jetzt machst hier, du Profi. Ich bin Profi. Hey Leute, na, was geht? Also willkommen zu diesem tollen Let's Play von Lego City. Lego Cheesy Undercover. Ach, wir wissen noch keinen Namen. Nein, Irgendwann nein, fällt nein, uns nein, schon nein. einer ein. Stopp, Ja, stopp, stopp, stopp. okay, ja. Urteile nicht über dieses Spiel. Ja. Was du? Wir sind hier gerade erst am Anfang. Das Spiel könnte noch hammergeil werden. So ein Tom Tendo hat's einfach nur gehatet, weil er Klicks wollte. Ja. Es Wo gehst laggt. du jetzt hin? Ich weiß es Ja, aber wo nicht. gehst du jetzt hin? Ja, ich glaube da, wo die Marke ist, soll ich hin. Ich bin mir nicht sicher. Ja, vielleicht. Ja, sollen wir jetzt hier einmal nur. Tut mir leid, Herr Officer, uns sind die Donuts ausgegangen und unser Lieferwagen ist da liegen Oh geblieben. je, wo ist denn der Lieferwagen? Vielleicht kann ich helfen. Steigen Sie in den Streifenwagen, dann übermittle ich Ihnen die Position des Lieferwagens. Was Alter. ist das denn für eine Story, Alter? Ja, das ist eine Polizeilegende, da musste ich ja erstmal alles aufbauen. Hallo, ich gehe auch zur Polizei erstmal mit Donuts. Dann klappt Ja. das. Vor allem der übermittelt mir in mein Polizeiauto die Daten. Ich glaube auch. Ich habe die Position des Lieferwagens auf Ihrer Karte markiert. Zum Glück überhaupt nicht schnell weg. Boah, Alter, so ein Lambo, da brauchen wir erstmal einen Carporn. Alter, wo ist denn der GTS? Nein, Alter. warte, wo ist der Tesla? Ja, Der neue. moin. Der Cybertruck, Junge. Ja. Ja, Mann. Was? Wieso fährt hier einer? Das ist doch keine Straße. Doch. Okay, gut. Das ging schnell. So, jetzt kommen wir zum dramatischen Teil. Dramatisch? Ja, guck dir das an. Geht's Ihnen gut da drin? Ihr Chef hat mich zum Helfen geschickt. Wird schon gut gehen, die Feuerwehr ist schon auf dem Weg, hoffe ich zumindest. Ich bring schon mal die Donuts zum Laden, okay? Ja, kümmern Sie sich nicht um mich. Ich sterbe hier nur. Was zum Teufel, Alter? Hey, was ist mit dem Typen? Warum können die mir schnell helfen? Guck dir mal die Dame an, die geht hier einfach vorbei. Ist halt echt so, Alter. Wieso steckt der Typ da überhaupt drin? Was ist denn das? Das ist schon reiner Bullshit jetzt. Hä? Aber das größte Problem, was ich schon jetzt sagen kann, ist, dass es halt wirklich keine Texte gibt, die vorgelesen werden. Wir müssen das alles selber Nur am einsprechen. Anfang in der Story war es tatsächlich gevoice-overt. Nee, das sind Zwischensequenzen und die gibt es wirklich nicht häufig in dem Spiel. Ah, okay. Oh fuck, Alter, ich kann ja nicht mal aussteigen. Okay, dann bringen wir es halt dahin, wo wir es hin. Sag mal. Sag mal, Donuts? Müssen wir die zum Voice bringen? Der hat ja die letzten Donuts im Aus. Der hat alle Donuts gekauft, Alter, die es auf dem Ja, Planeten gab. nee, wir klauen sie so. Ich übernehme jetzt, Officer. Sie können hier ihre Donuts holen. Das ist halt wirklich viel zu schnell. Was ist das für ein Spiel? Läuft da ein Verbrecher? Achso, nee, ist kein Verbrecher. Läuft da ein Verbrecher vorbei? So ein random Typ. Den festgenommen. Ja, und jetzt die wunderbare Tragequest. Man kennt sie.
Ja, Leute. Das ist ein ziemlich random Let's Play, wie ihr merkt. Zu einem ziemlich random Spiel. Ist ja passend, würde ich sagen. Zu einer random Person zufällig. Ich würde mal sagen, okay. Ja, und der sagt jetzt die Lorbeeren ein, oder wie? Was? Der Typ, der zieht uns ab! Wir kriegen nichts! Mission ja, abgeschlossen! Wow! Nun, da du den ersten Einsatz beendet hast, kannst du Lego City erkunden gehen. Yeah, wow. Das wollte ich schon immer mal mit einer Render-Distance von minus 2. Hast du dir die Polizeistation schon einmal genau angesehen? Nein, nein, will ich auch nicht. Nein, nein, nein. Oder deine nächste Mission beginnen? Ja. 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 Ist, glaube ich, besser. Ich glaube, die Polizeistation ist nur noch das... Wo ist eine... Purzel? Ja, eine spannende Mission. McCain! Bewegen Sie sich auf dem vermissten Haustier gemeldet. Ich habe keine Ahnung, was er da sagt. Ich markiere die Adresse auf deiner Karte. Und jetzt bewege dich dorthin und verschiebe. Auf deine Karte. Karate mit den Trooper. Karate. Sind jetzt da, was? Stormtrooper, ey. Ja. Yeah. Alter, das ist einfach nur purer Bullshit. Oh Mann, Alter, ich sag's dir, genau aus diesem Grund wird das Display gut ankommen. Ich weiß es nicht, ob das gut ankommt, aber ich weiß, dass Salah und DJ Dodo es sehen werden, weil diese Geier drauf achten, was Best-of-mäßiges zu bekommen. Ja, und natürlich. Aber, was ist denn passiert? Aber. Aber. Es ist Purzel, mein Hund. Er ist verschwunden. Nur keine Sorge, ich werde ihn finden. Mit einer Lupe. Der denkt sich auch nur so, was ist das für ein Spinner? Sollte mich mal dort hinten umsehen. Ist das Sherlock Bones? Bones. Alter, brauchte ich jetzt wirklich für diesen 1 Meter so ein Einsatzding? Gestatten? Mein Herr ist Dorlock Holmes. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin Experte im Finden von Anhaltspunkten. Daher war schief Gleason der Absicht, ich könnte Ihnen behilflich sein. Suchen wir also nach Hinweisen zum Verbleib unseres vierbeinigen Gefährten. Warum werde ich jetzt... Stellen Sie sich auf den Detektivpunkt und drücken Sie A, um Detektivmodus einzuschalten. Folgen Sie den Spuren, um herauszufinden, wohin die Fußabdrücke führen. Heilige Scheiße, ist dieses Spiel beknackt. Naja, das größte Problem ist eigentlich wirklich nur, dass halt Texte fehlen. Wir müssen das uns alles so selber irgendwie lustig machen. Nein, es ist einfach nur, als würden dieses Spiel nur einjährige Kinder spielen. Ja, ist es doch auch. Du bist doch 12. Ah, der Hundeknochen. Wow. Wir sind also auf der richtigen Spur. Wow, du konntest das so schnell dir merken? Nein. Ja, was? Lass ich den jetzt einfach liegen, oder was? Ja, klar. Warte, geh zu ihm hin. Geh zu ihm. Nein, mein Einsatzpunkt ist ja vorne. Ich vertraue dem Einsatzpunkt. Ach so, wir müssen in den Garten. Was? Geh nochmal zurück. Was ist das? Jan, ich glaube, du musst irgendwas zerstören. Kaputt machen. Kaputt. Schlag das mal. Schlag das mal! Ja, sag ich auch immer zu Straßen bei Leuten. Schlag das mal! Schlag das mal! Diese Frauen muss man mal probieren. Gibt's ja eigentlich auch Superbauten? Ich meine, ja. Aber ich meine nicht mehr so, wie du sie in Lego City 1 kennst. Okay. Also ich meine, hier gibt's nur Funktionsfelder. Also so. Ah, okay. Mach schon Hubschrauber, Boote aha, und so weiter. Aha, okay. Folgen Sie der Spur, um noch einen Hinweis zu entdecken. Ja, danke, Detektiv. Du könntest das auch selber machen, ne? So. Ist halt echt so. Warum stellen wir den ein, wenn wir die Drecksarbeit machen? Wer hat den vor allem eingestellt? Wir haben den in der Mülltonne gefunden. Der ist Patrick einfach. Ein Hemd. Was steht denn da drauf? Eigentum der Klopapier-Gang. Ich dachte, da steht Klopapier-Gang. Alles deutet darauf hin, dass die Klopapier-Gang der armen Pulse entführt hat. Sehen Sie nur, da steht auch eine Adresse. Was? Was? Begraben Sie sich dort hin und versucht, sie besser rauszufinden. Das ist so typisch, so. Verbrecher hinterlegen natürlich alle. Wo ist mein Auto? Ja, das hat sich ein anderer Polizist genommen. Du weißt doch aus Teil 1, dass die Leute sich immer die Autos nehmen. Also die Polizisten. Junge, wenn man diese Welt ja aus dem richtigen Lego City Undercover von dem... Geh nicht an euch, geh nicht an euch, geh nicht an euch!
Ah, okay. Mach gut. Wehe, jetzt wird trotzdem geladen. Okay. Oh Gott. Ah, ist da ein Ladebalken oder was? Ja. Dann? Oh Gott. Das ist halt, wie gesagt, alle Zonen haben es. Also jede Übergangszone. Oh mein Gott, der 3DS ist so ein Crap-Ding. Das liegt nicht mal im 3DS. Das ist sicher irgendwo hier, aber das Tor ist verschlossen. Ja, es ist auch scheiße optimiert. Allein die Render Distance. Sollte auf das Dach da drüben klettern. Sieh von da das versteckte Kloppergang bestimmt besser. Klopapiergang meine ich natürlich. Aber was? Kloppergang. Kloppergang, was hat sich die deutsche Übersetzergruppe hierbei gedacht? Ohne Scheiß. Und die Sounds, die sind einfach unterirdisch. Oh, wir bekommen, glaube ich, gerade einen Anruf. Ne, warte. Hallo? Raffis Freundin? Schon wieder? Wir ach, können doch gar keinen Anruf bekommen. Jetzt muss die Aufnahme wieder unterbrochen werden. Ja, na Mensch, sowas aber auch. Hä, wieso können wir jetzt scannen? Wir haben dieses Wii U-Tablet doch noch gar nicht. Aber wir haben Handy. Also, und dann downgraden wir auf so ein Tablet. Ja. Okay. Es ist halt wirklich so. Gut gemacht, McKay. Ich habe keine Ahnung, wie sie mich kontaktieren können, aber sie haben Puzzle gefunden. Sie sind Weg da drüben hin. Alter, wie kommuniziert der Typ mit uns? Als wäre er hier der Chef, Junge. Wow. Ja! Wow. Wir gleiten im Seil. Okay. Oh, schlag mal. Allein die Objekte, schau dir die an. Die wackeln auf den Fleck. Oh Gott, ich höre hier den Hund heulen. Boah, sind das ekelhafte Sounds. Gewöhnlich an heulen. Gewöhnlich daran. Wie dem Spiel meine, so viel geheult oder was? Leute. Warum? Das kommt im richtigen Lego City Undercover kein einziges Mal mehr vor. Dass Leute heulen. Was meinst du, warum wohl? Ja, die Spiele kamen doch gleichzeitig raus, oder? Nee. Ich meine, nein. Das Spiel kam nach Lego City Undercover für Wii U raus. Echt? Ja. Ah ja, da haben sie aber ein schönes Downgrade gemacht. Warum wohl haben sie es danach released? Also so, damit sie Cash upgraben können. Und das haben sie. Ja, und alle haben sie gehatet. Putzel, vielen Dank, Herr Officer. Oh mein Gott. Du bist ein guter Hund. Hilfe? Hilfe? Was war das gerade? Wie viele Missionen gibt's? Wir sind ja gerade mal im ersten Part und ich will schon wissen, wie viele Missionen es gibt. Nein, schau nicht nach. Lass uns einfach überraschen. Nein. Lass uns einfach überraschen. Es steht hier ja eh nicht. Gott. Ist ja auch egal an sich. Oh mal Mann. Schauen. Gibt's ja auch verschiedene Fähigkeiten und sowas? Ja, das gibt's zumindest. Ja, I see. Okay. Sie wurden sogar teils verändert. Wow. Holy shit. Ach ja, und nur so am Rande. Das Spiel hat sich 1,2 Millionen Mal verkauft. Oh. McCain, passen Sie auf, hier rumzuhalbern, kommen Sie zur Polizeistation. Wie spricht man Dumbi? Ja, passt doch so. Aggressiv. Thief. Hey, James. Hey, James, komm aufs Dach, ich muss mit dir reden. Ist das Natalia? Ich glaube, das ist Natalia wirklich. Ja, weil sie hat ja ihre Haarfarbe geändert, war im Intro, glaube ich, oder? Von Lego City Undercover. Sie hatte mal braune Haare? Okay, alles klar. Ah, nee, das ist eine normale Officerin. Nein, oder? Doch. Are you sure about that? Ja, guck sie dir auch an. Ist das ein Superbau? Ja. Schön, aber dass der Superbau dann später in Lego City Undercover komplett abgerissen wurde und dann da nach oben platziert wurde. Alles klar. Das ergibt Sinn. Stein um Stein. Und ich höre gerade Musik von der Nachrichtensendung. Ja, wir sind auch bei RTL jetzt. Ein Nachrichtenteam macht gerade eine Story über das Leben in Lego City Polizei. Herde. Sie kommen mit dem Hubschrauber auf unseren Hubschrauberlandeplatz. Wir brauchen auch Supersterne. Jedes Lego-Objekt besteht aus Supersteinen. Ja, das ist eine Dame, ich weiß, Leute. Du hast wahrscheinlich schon einige gesammelt. Sie wird dir sicher helfen. Es ist 200 Supersteine wert. Nur 200? Im richtigen Spiel ist es 1000 wert. Was ein Downgrade. Alter, der kostet nur 300. Wie viel kostet der im richtigen Spiel? 15.000? Ja, ich glaube so ungefähr. Ja, ich glaube auch. Ja, genau, mit 300 macht man sowas.
Schöne Bauanimation. Immerhin. Und die Sounds hören sich an wie ein, einfach 1:1 aus Fortnite. Schön. Fortnite. So, jetzt wissen wir, warum Fortnite so scheiße ist. Ja. Jetzt aber. Chase, zeig dem Kamerateam doch mal, wo wir arbeiten. Und wie wir arbeiten. Wir haben gerade eine Meldung reingekriegt. Eine Person in einen Kran. Überprüf das mal. Er ist aber ziemlich glücklich dafür. Natalia Kowalski, ich bin ein Fan. Darf ich Sie durch die Polizeistation führen? So genau in der Tonlage redet er mit dir. Ja, ich glaube, das ist hier... Was verfolgen? Ich würde mal ein interessieren, ist es ein Detail? Verfolgen die dich? Oder zoomen die einfach nur in die Luft rein? Die zoomen... So, was findet ihr da? Die zoomen nicht mal auf den Kran. Wo gucken die hin? So, dreh mal die Kamera. Die Albatrosinsel. Die Albatrosinsel haben die da rangezoomt. Bruder, die ist mindestens 5 Meilen weg. Das ist egal. Alter, was ist das für Bullshit? Okay, Leute, ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um den ersten Part mal zu beenden. So schnell? Ja. Ja, so nicht schnell. Mal 15 Minuten. Doch. Oh. Oh. Ah, Gott, Alter, ich brauche dringend eine Pause. Nach einem Part, das kann was werden. Okay, dann, Leute. Dann sage ich mal tschüss. Ich hau ab aus dem Projekt, er macht's alleine. Ja, es sollte die Glocke aktivieren. Eine furchtbare Glocke. Das klingt, als wäre ein Eisladenverkäufer. Ja, ich bin ein Eisladenverkäufer. Okay, tschüss. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Ciao. Woo! Press Start. We'll be right back.